sind so deine wichtigsten Erkenntnismomente jetzt in dem halben, dreiviertel Jahr, wo du da eingestiegen bist, wo du gesagt hast, wow, du bist ganz schön schockiert über das, was in der Gesellschaft eigentlich passiert, in der Politik? Naja, es ist ganz einfach, die Situation ist, ich habe seit März angefangen, Videos zu produzieren, weil ich darauf hinweisen wollte, dass hier eine Situation falsch eingeschätzt wird und Zahlen falsch interpretiert werden. Mit der Zeit musste ich lernen, dass es alternative Medien gibt, das wusste ich vorher nicht, und musste mir auch Gedanken machen, wie jeder andere, warum die ganze Welt diesen Quatsch eigentlich mitmacht, wenn diese Zahlen so offensichtlich falsch sind, wie sie falsch sind. Ich habe nichts weiter gemacht als wissenschaftlich gearbeitet. Und mit der Zeit kann man sagen, na gut, die Erkenntnis ist, es geht tatsächlich nicht um ein Virus, es geht um Politik, es geht nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern es geht darum, ein Finanzsystem auszutauschen. Und das ist auch der Grund, warum alle Regierungen mitmachen. Und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dazu braucht jeder eine halbe Stunde, dann wird er selbst über die gleichen Fragen stolpern, über die wir stolpern. Dazu muss man aber den Fernseher ausmachen. Weil es, man muss sich wirklich fragen, wie viele Leute aus dem Einzelhandel, der Polizei oder irgendwas kenne ich, die an dieser Krankheit gestorben sind. Und wenn man dann merkt, dass es unheimlich wenige sind und auf der anderen Seite sieht, wie viele Menschen jetzt arbeitslos sind, ihren Besitz verlieren und ähnliches, dann wird man ins Nachdenken kommen, auch wenn das die ganze Zeit passiert. Und jeder muss sich selbst Fragen stellen. Das ist das Wichtigste, die wichtigste Nachricht Botschaft, für alle. Ja. Die sollen mir nicht glauben, die sollen selbst recherchieren, weil es ist so unglaublich einfach, über die Wahrheit zu stolpern. Und das Wichtigste, worüber jeder nachdenken sollte, ist, warum wird so viel zensiert? Warum wird eine anderslautende Meinung wirklich gelöscht, verfolgt, zensiert? Das kann nicht Sinn und Zweck der Geschichte sein. Die Zahlen sind ja teilweise relativ leicht zugänglich. Man braucht nicht viele Klicks. Man muss nicht sehr weit gucken. Nein, man kann die Originalzahlen vom Robert-Koch-Institut nehmen. Man sollte immer gucken, wer stirbt normalerweise, wie viele sterben normalerweise pro Tag. Und wenn man weiß, dass in Deutschland 2600 Menschen pro Tag sterben und wir jetzt irgendwie in einem halben Jahr, keine Ahnung, wo sind wir, 13.000, 14.000, das ist einfach eine Zahl, die ist lächerlich. Worauf ich hinaus will, ist Folgendes. Hast du eine Idee? Weil viele Leute, ich kann denen sagen, das ist da und die gucken nicht nach. Da ist eine Mauer im Kopf. Man sollte die Fragen eben genau so stellen. Man sollte genau die Fragen stellen, warum ist da keiner gestorben? Oder man sollte zum Beispiel laut einem Telefon telefonieren, durch den Supermarkt gehen und sagen, Mensch, hast du schon gehört, dieser PCR-Test kann gar keine Viren nachweisen. Ja, das ist tatsächlich eine Sache. Das hat der Drosten ausgesagt. Ja, und das hat Drosten auch ausgesagt. Und dann kommen Leute ans Nachdenken. So, nur so kann man es. Man versucht es ja zu framen. Querdenken ist böse. Also insofern einfach die Leute selbst daran, die müssen darüber nachdenken, sagen, warum hat er das gesagt? Stimmt das vielleicht? Bist du schockiert über das, was du im letzten Dreivierteljahr alles rausgefunden hast? Fasziniert, würde ich eher sagen. Okay. Also ich habe es eher mit Spock. Ich würde sagen, faszinierend. Weil tatsächlich für mich hat sich das die ganze Welt so verändert, dass sie für mich eigentlich spannender geworden ist. Natürlich ist das alles schrecklich, was hier und auf der Welt passiert. Ich bin aber auf der anderen Seite ein gläubiger Mensch. Ich bin sicher, das Gute wird sich durchsetzen und die Lüge wird keinen Bestand haben. Und deswegen muss ich sagen, können wir gut in die Zukunft gucken. Wir kriegen das hin. Ich glaube auch, nachdem heute auch wieder, also Kempten hat man schon toll getan, viel, Berlin hat man toll getan, war das hier heute auch zu sehen. Ich denke auch, der Ralf, glaube ich, hat das gesagt, das ist nicht mehr aufzuhalten. Genau. Bodo, dein Wunsch, was würdest du den Menschen nochmal mit auf den Weg geben als Botschaft? Ich mache das so wie Roger Bittel von Bittel TV das immer gerne macht und sagt, glaubt mir nichts, hinterfragt alles, was ich sage, recherchiert selber und verbindet die Punkte. Das ist das Einzige. Da muss jeder hinkommen. Das kann niemand so schön auf den Punkt bringen. Dieser Spruch ist für mich so eingängig und das ist die einzig richtige Sache. Meine Botschaft ganz genauso. Dann, Bodo, wenn du nicht noch eine Botschaft hast, ganz lieben Dank. Doch, ich denke also, ich bin also, sollte ich nachdenken, ist meine andere Botschaft. Ich bin, sollte ich als denken, genau, richtig. Okay, Bodo, ganz, ganz lieben Dank und alles Gute weiter für eure Reise. Wir sehen uns, wir hören uns. Tschüss.